Ja, herzlich willkommen in der HK-Welt. HK steht für Hans Kleisel, mein Name. Die HK-Welt ist nicht nur alte Autos. Wir haben hier die weltweit mit Abstand größte Ansammlung an 300L. Der Name HK Engineering kommt daher, dass wir deutlich machen wollten, dass es uns nicht nur um die Optik, sondern vor allem auch um die Technik geht. Wir haben unsere eigene Manufaktur, wo man live miterleben kann, wo diese Autos restauriert werden. So angefangen vom Karosseriebau, Motoreninstandsetzung, Sattlerei, Einspritzpumpen, Lackiererei. Es geht aber nicht nur um Technik, es geht auch um Ästhetik vor allem, was mir sehr, sehr wichtig ist. Das sieht man auch in den Gebäuden, die wir hier restauriert haben. Also angefangen haben wir mit der Technik, das heißt, unsere Mechaniker sind die Besten ihres Faches. Wir kriegen also jedes Auto wieder zum Laufen, was Ärger macht. Wir haben von Anfang an auch die Motoren bei uns selber gemacht, haben dann die gesamte Maschinerie gekauft, um die Motoren selber von A bis Z bei uns im Haus machen zu können. Dann natürlich die Karosserieabteilung. Das dauert auch am längsten, also da haben wir im Schnitt so 800 bis 1000 Stunden. Und deswegen habe ich früher wieder angefangen, Formeln zu bauen, abgenommen an Autos, die 100% original und unfallfrei waren, dass wir jetzt in der Lage sind, jedes Blechteil selber zu fertigen. Das, was unsere, sagen wir mal, Organisiertheit auszeichnet, ist, dass wir eben über ein Teilelager verfügen, wo jedes Teil vorrätig ist und deswegen die Jungs, die an den Autos arbeiten, ohne Unterbrechung an den Autos arbeiten können. Ja, nicht zu vergessen unsere Sattlerei, das heißt die Interiorarbeiten, die werden bei uns im Haus gemacht. Gerade die speziellen Dinge, die bei so einem 300L anfallen, wie zum Beispiel also diese Rundung über dem Armaturenbrett 100%ig angepasst werden kann und dass zum Beispiel beim Flügeltürer diese Türen innen mit dem Stoff ausgekleidet werden. Ja, wir haben ja auch eine eigene Rennabteilung, also so in den 80er, 90er Jahren der historische Motorsport immer populärer geworden ist. Und ich habe mir gedacht, na, also wenn die Autos damals so erfolgreich waren und 300L hat ja damals sehr viele Rennen gewonnen, ne, Carrera Panamericana, Le Mans und so weiter, muss das doch heute auch wieder möglich sein. Und dann habe ich angefangen mit meinem eigenen 300L und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen Schritt für Schritt entwickeln, dass wir auch vorne fahren können und nicht nur im Mittelfeld. Ja, im Verkauf ist das Wichtigste, dass man die besten Autos, die am Markt sind, beschafft, dass man diese Autos entsprechend errichtet, restauriert und präsentiert. Gerade wenn es Autos sind, die irgendwie besonders sind, sei es wegen der guten Restaurierung oder wegen der Geschichte. Wir hatten also kürzlich zum Beispiel von der Sophia Loren das Auto bei uns. Also was ich besonders toll an dem Carpet finde, ist die Beleuchtung, die von unten kommt und die Konturen von dem Auto wirklich viel besser zur Geltung bringen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also ich finde das eigentlich tagsüber schon toll, aber nachts, muss ich sagen, bringt das Auto erst richtig zur Geltung.